Was geht ab? Wir haben 2011, yay, Konfetti und alles. Ich wünsche allen ein schönes, frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Silvester und schönes Weihnachten. Das war nämlich auch, also frohes Weihnachten nachträglich noch. Ich fange auch gleich an, weil heute gibt es wieder viel zu besprechen, weil ich war natürlich eine Menge, oft ein paar Mal im Kino hier und habe auch gleich ein paar Filme zu empfehlen. Aber ganz, ganz zuerst möchte ich euch erstmal eine Empfehlung aussprechen. Kauft euch die Audio, Video, Foto, Bild. Das hat lang gebraucht, bis das gesessen hat. Viel zu lang eigentlich. Warum solltet ihr euch das kaufen? Nicht wegen der scheiß Zeitschrift, das kratzt ja niemanden. Aber ich kaufe euch diese Zeitschrift wegen dem Film. Und zwar der Film, der da dabei ist diesen Monat, ist Der Illusionist mit Edward Norton, Paul Giamatti und so einer bleichen, langweiligen Schönheit. Weiß gar nicht, wie sie heißt. Jedenfalls, den Film kann ich euch echt empfehlen. Einer meiner Lieblingsfilme. Ich bin ja auch selber Hobbyzauberer. Und der Film ist echt cool. Also gutes Drehbuch, super Schauspieler, wie gesagt, Edward Norton natürlich und Paul Giamatti spielt ja so gut, der hat es echt voll drauf. Toll geschrieben. Wenn ihr könnt, kauft es euch bei Amazon für den englischen Soundtrack. Das ist außer dem Film. Das werdet ihr nicht bereuen, den so gekauft zu haben. Aber also ihr werdet blöd, wenn ihr euch nicht die Zeitschrift kauft, weil dieser Film ist echt der Überwahnsinn. Also wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Toll gemacht. Kam damals leider nicht mal in die Kinos, weil zur gleichen Zeit Prestige rauskam. Und Prestige, ich mag ja Christopher Nolan, ich bin ja voll der Verehrer von Christopher Nolan, aber den Film hat, der hat mir nicht so gefallen. Ach so, waren so viele Sachen drin, die nicht mag, die einfach mir nicht gefallen haben, so als Magier auch nicht gefallen haben. Ne? Aber also Der Illusionist ist der Überwahnsinn. Wahnsinnsdrehbuch. Ich glaube, ich habe noch mit niemandem geschaut und der hat danach gesagt, fand ich jetzt nicht so doll, sondern ich glaube, alle haben bisher gesagt, wow, einfach wahnsinnig guter Film. Also auch auf Deutsch ist der schon der Wahnsinn. Aber wenn ihr könnt, holt euch die englische Version, die ist noch mal ein bisschen besser. Ja, das war meine Empfehlung für euch. Awesome. Okay, und jetzt kommen wir mal zu den Film-Review. Okay, da fangen wir mal an mit 22 Bullets. Das ist so ein Film mit Jean Reno aus Frankreich, glaube ich, ist der Film auch. Und es geht so Mafia-mäßig und Jean Reno ist irgendwie ganz böse Mafia. Boss gewesen oder irgendwie sowas oder Mafia-Mitarbeiter, ich weiß gar nicht mehr genau so. Und es geht eigentlich darum, dass der Leute umbringt. Genau. Und ja, was kann man dazu sagen? Also es ist kein Actionfilm, es ist eher so ein Thriller und es ist wohl auch eine wahre Geschichte, angeblich. Und ja, was kann man dazu sagen? Es sind sehr viele coole Special Effects, ein sehr gutes Editing, finde ich. Die Kameraeinstellungen sind sehr gut. Gespielt, ja. Ja, ist jetzt nicht so eine fordernde Rolle, denke ich. Jean Reno ist schon ein guter Schauspieler, aber ja, also ja, das ist jetzt keine so demanding Role. Ne? Also, ja, was kann man dazu sagen? Ist ziemlich brutal noch. Er ist auch um 18, er ist schon heftig, es sind viele Folterszenen drin. Nicht gerade schön. Von mir kriegt der Film aber nur 3 von 5 Sternen. Ich finde den irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht. Irgendwie kommt bei mir nichts rüber. Außer dieses Übelkeitsgefühl bei den Folterszenen hatte der Film für mich eigentlich keine Gefühle parat. Also irgendwie, ansonsten sitzt du fast gelangweilt da. Also ich weiß nicht. Es kann auch daran liegen, ich habe am Anfang leider nicht genug aufgepasst, weil ich dachte, ich sitze in einem Actionfilm. Und der Film, man muss am Anfang schon sich ein paar Namen merken, um das Ganze so richtig mitverfolgen zu können. Und ich habe nicht so ganz leider durchgeblickt bei dem Film. Ja, ich weiß, bescheuert, ne? Aber ja, also erst. Schon kann man schon, sich schon mal anschauen. Es sind ein paar wirklich gute Szenen dabei, schon. Auf jeden Fall, am Schluss sind ein paar sehr, sehr gute Szenen dabei. Aber er ist auch ein bisschen langsam erzählt, was finde ich irgendwie mich ein bisschen nervt, weil ich wollte echt den Actionfilm an dem Tag. Und ja, ist ziemlich brutal, und aber nicht spannend wirklich, finde ich. Naja, also von mir gibt es, wie gesagt, 3 von 5 Sternen. Okay, und dann kommen wir zum nächsten Film und das wäre Last Night. Ich war ja in ein paar Filmen diese Ferien. Und der nächste ist Last Night und zwar ist der mit Keira Knightley, Sam Worthington, Eva Mendes. Und ja, ich war in der Sneak Preview, deswegen habe ich ihn schon gesehen. Ist er gut? Ja, ist schon ganz gut. Schauspieler. Ja, ist gut, schon ganz gut. Ich bin kein großer Eva Mendes und Sam Worthington-Fan. Ich finde die Keira Knightley irgendwie gut, aber die beiden mag ich halt nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich denke, das ist so ein Film, der lebt von den Charakteren. Und wenn dir die Charaktere eben nicht so zusagen, gefällt dir wahrscheinlich auch der Film nicht so gut. Aber jetzt mal davon unabhängig bewertet. er ist ja schön gefilmt, die Musik ist ganz nett. Nicht übertrieben gut, aber ganz nett. Es geht um Basically, es geht um ein Paar
Und beide werden in Versuchung geführt, den anderen zu betrügen. Und dann ist die ganze Zeit die Frage, also du siehst die Dates von beiden und ist die ganze Zeit die Frage, ob die den anderen jeweils betrügen. Ja? Und ja, ich weiß nicht. Er ist halt ziemlich langatmig. Das ist alles, worum es geht. Ne? Und ich meine, ich habe wirklich nichts gegen ruhige Filme und es ist eigentlich ein guter, ruhiger Film. Also es, wenn man mal einen ruhigen Film schauen will, ist der wirklich ganz gut. Aber da gibt es ruhige Filme, finde ich, die irgendwie noch einen cooleren Plot haben. Ich finde, weißt du, ein ruhiger Film sollte zumindest einen coolen Plot haben, der das dann wieder so ein bisschen in Anführungszeichen wettmacht. Ich meine, ruhig ist ja nicht schlecht, aber einfach ein ruhiger Plot muss trotzdem irgendwie interessant bleiben. Und bei diesem Film, ob der jetzt so interessant war, das weiß ich nicht. Ich finde, die Story ist ja schon ganz interessant, aber hätte vielleicht auch für einen Kurzfilm gereicht oder von 15 Minuten vielleicht. Aber so wirklich so eine Story, das ist wirklich alles, die komplette Story, auf 2 Stunden auszuweiten, weiß ich jetzt nicht, ob das so notwendig war. Ne? Aber er ist wirklich gut gemacht, also es ist ein hübscher Film, das Ende ist wirklich sehr schön, finde ich, also hat mir sehr gut gefallen. Er ist schon gut, aber so richtig, also er hat mich jetzt halt wirklich nicht so richtig umgehauen. Ne? Und wie gesagt, mir ist halt Sam Worthington, Eva Mendes, unglaublich unsympathisch. Keira Knightley und den Typ, mit dem sie dann so ein Date hat, die finde ich beide eigentlich ganz cool. Ich finde ihn auch eigentlich ganz sympathisch. Aber ja, also in der Sneak waren, glaube ich, alle ein bisschen angepisst von dem Film. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Also ich würde trotzdem meine 3 Sterne geben, weil ich finde, es ist ein schöner, ruhiger Film, aber es ist nichts, wo ich jetzt irgendwie mich mit Freunden drüber unterhalten würde oder wo ich sage, hey, den müssen wir unbedingt mal anschauen oder so, sondern es ist so ein Film, den hat man mal gesehen. Das ist wie ein langer Kurzfilm, kommt es einem irgendwie vor, finde ich. Naja, langer Kurzfilm. Paradox. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Film. Da war ich auch in der Sneak. Ich weiß gar nicht, ob der schon läuft. Devil heißt der. Das ist der neue von M. Night Shyamalan. Und M. Night Shyamalan ist uns bekannt aus Sixth Sense. Und letztens hat er noch The Happening gemacht. Und naja, es ist ja so eine Geschichte mit diesem Regisseur. Also Sixth Sense fand ich echt cool, aber seine letzten Filme waren eine absolute Katastrophe. Also echt, boah, also da denkt man sich, was ist das denn? Warum erlauben die dem noch Filme zu machen? Habt ihr The Happening gesehen? Unbedingt anschauen. Ganz großartig. Vor allem auf Deutsch ist er noch witziger. Da gibt es diese sensationelle Szene in der Schule. Da ist er ist, wie heißt er, Mark Wahlberg. Oh, ich hasse ja auch Mark Wahlberg. Also keine Frage, Mark Wahlberg ist so, wenn jemand davor mich fragt, was der Schauspieler, den du am meisten hast. Till Schweiger und Mark Wahlberg sind so die, boah, geht gar nicht, ne? Und dann gibt es diese Szene und die ist erstmal so unecht geschrieben, du fragst dich, also, weißt du, normalerweise gibt es, selbst wenn es so ein bisschen unecht ist, sitzt du im Kino und merkst es nicht, ne? Also, aber bei dieser Szene, da denkst du echt, sag mal, ich sitze hier im Kino, fällt dir richtig auf, ne? Also, weil es einfach so richtig schlecht gemacht ist. Dann vielleicht liegt es auch an der Synchro, aber ich meine auch, was der macht, weißt du, dann kommt die Rektorin rein und der Lehrer duckt sich in den Pult und sagt, oh, die Herrscherin der Finsternis oder sowas. Was? Das geht doch gar nicht. Das würde kein Lehrer machen. Weißt du? Und das ist ein ernster Film. Also es ist jetzt keine Komödie. Wenn es eine Komödie wäre, okay. Aber also bei sowas geht gar nicht. Und Devil, jedenfalls, ich wollte zu Devil kommen. Ich weiß gar nicht. Ich reg mich immer so auf über The Happening. Ist aber auch so ein geiler Film zu drüber aufregen. The Devil. Devil. Vielleicht hat jemand schon den Trailer gesehen. Es geht um eine kleine Gruppe von Leuten. 4 Leute. Oder 5? 4. Heuballen. Ich glaube, es sind 4. Jedenfalls 4 oder 5 Leute in einem Aufzug. Und der Aufzug bleibt stecken. Klassisches Szenario. Aber dann geht manchmal so der Strom fällt aus, das Licht geht aus und sobald das Licht wieder angeht, ist einer tot. Also so ein bisschen 10 kleine Negerlein-Prinzip. Und ja, genau. Und es geht halt darum, wer ist es von den 4 oder 5. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Genau, und es geht halt um den Teufel, das wird auch gleich von Anfang an gesagt. Heißt auch so, der Teufel, der seine Opfer sich holt und so weiter. Und auch noch kirchliches Konzept ist ja meistens, geht ja voll in die Hose, finde ich. Aber dieser Film war geil. Überraschung. Nein, der war echt gut, muss ich echt sagen. Der war echt cool. Hat mir echt Spaß gemacht. Das ist so ein Horrorfilm mit so ein bisschen, ja, ist ein Horrorfilm. Kann ich sagen, ist, denke ich, ein Horrorfilm. Aber er ist nicht zu blutig, finde ich. Es ist kein Slasher-Film, sondern es ist einfach ein gut gemachter Horrorfilm. Echt spannend. Super aufgenommen. Sehr guter Soundtrack. Aber also die Aufnahmen sind einfach spitze. Also Kamera, wow. Einfach echt wow.
Also echt hier, ui, yeah, wow. Super Sache. Jedenfalls, mir hat der Film voll gut gefallen. Ich fand ihn richtig spannend. Also vielleicht lag es auch daran, dass ich was Schlechtes erwartet hatte, als ich den, als ich gesehen habe, M. Night Shyamalan, und gesehen habe, oh nein, das ist der Film da, ne? Ich hoffe, ich spreche den Namen auch richtig aus. Vielleicht heißt er auch ganz anders, aber ungefähr so heißt er. Aber er war echt gut, wirklich cooler Film, hat mir echt Spaß gemacht, war echt spannend. Das Ende ist auch cool. Ja, geiler Film, er ist nicht zu blutig, also ich denke, man kann sich anschauen, auch wenn man jetzt nicht also auf so Gore und so steht. Mir hat er echt gut gefallen. Erzeugt seine Spannung einfach durch gutes Ausspielen, gute Kamera, ja, gute Story. Fand den echt cool. So, okay, dann haben wir den nächsten Film. Das sind die Chroniken von Narnia, die Reise auf der Morgenröte. Und was kann man denn dazu sagen? Ja, wer die ersten beiden gesehen hat, weiß, worum es geht. Und der dritte, würde ich sagen, ist nicht groß anders. Also es ist einfach gute Qualität, kann man, glaube ich, nichts sagen. Es ist einfach ein netter, schöner Film. Es gab so einen Schauspieler, diese neue Hauptperson, dieses Kind, das dann auch immer erzählt, die fand ich ein bisschen arg nervig. Vielleicht liegt es an der deutschen Synchronstimme, ich habe den Film leider nur auf Deutsch schauen können, weil ich in Stuttgart war, und da gibt's, da lief der schon, aber egal. Jedenfalls, ich habe den auf Deutsch geschaut, die deutsche Stimme von dem kleinen Kind ist unsäglich nervig, also wirklich, also das ist echt so, geht gar nicht. Vielleicht ist es auf Englisch ein bisschen besser, aber mich nervt auch der Schauspieler so ein bisschen. Das ist für mich so ein... Ach so, Moment, ich habe noch gar keine Bewertung für Devil gegeben. Sound, ne? Also ich würde Devil 4,5 von 5 geben. Nur ganz kurz so, Roman. Chroniken von Narnia, das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt dran. Ansonsten, der Trailer war ziemlich scheiße, finde ich, aber der Film war echt wieder auf Standard von den ersten beiden, würde ich sagen. Deswegen geht es für mir da... Also für jemanden, der auf das voll steht, kann da auf jeden Fall wieder reingehen. Der die ersten beiden gefallen hat, dem gefällt der Film auch. Für mich ist es einfach ein netter Film. Von mir gibt es 4 Sterne. Nichts Außergewöhnliches, aber er ist... Wirklich ein guter Film. So, dann haben wir noch Rapunzel, Tangled, habe ich noch gesehen, auf Englisch immer nur. Mache ich eine ganz kurze Review nur dazu, weil ich mich auch gar nicht mehr so gut an den Film erinnere. jedenfalls, Rapunzel-Story auf modern getrimmt. Ja, netter Disney-Film. Einfach gut gemacht, denke ich. Musik ist gut, die Songs sind gut. Für Kids auf jeden Fall super. Also wenn ihr schon Kinder habt oder sowas oder vielleicht einen kleinen Bruder habt, mit dem ihr in den Film reingehen wollt und eine kleine Schwester, kann man auf jeden Fall reingehen. Also bestimmt nichts falsch dran. Ist der 50. Disney-Film, deswegen werden sie sich da wohl noch ein bisschen mehr Mühe gegeben haben auch. Ich finde, es ist echt gut gelungener Film. 3D auch, kommt ziemlich cool, gut gemacht. Für mich hat es leider nicht so den Flair natürlich von den alten Disney-Filmen. Das sind so die Disney-Filme, die mir wirklich richtig gut gefallen. So Filme wie Mulan, Herkules, 101 Dalmatiner, das sind für mich die wirklich richtig guten Disney-Filme. Schön und das Biest wegen dem Soundtrack. Aber er ist schon echt gut gemacht. Also für die Kids kann man auf jeden Fall reingehen. Also ist gar keine Frage. Bewertung ist halt nicht so ganz mein Film, aber ich denke, für Kids ist das 4,5 von 5 Sternen würde ich da schon geben. Ja, aber auch macht auch Erwachsenen Spaß. Das ist, denke ich, cooler Film, macht echt Spaß einfach. Ne? So, dann haben wir den nächsten Film, machen wir erstmal den Fair Game mit Naomi Watts und Sean Penn. Habe ich den nicht schon reviewed? Ja, ich habe den ja schon reviewed. Scheiße, warum habe ich dann die Karte hier noch liegen? Okay, dann hat den hier. ja, da muss man auch husten. Das ist The Tourist mit Angelina Jolie und Johnny Depp. Johnny Depp mag ich eigentlich echt voll gern und ich finde ihn auch in dem Film eigentlich ziemlich cool. Angelina Jolie mag ich nicht so. Die ist eigentlich, ich glaube, in ihren letzten Filmen war sie eigentlich immer nur Hauptsache schöne Kleider und der Rest Schauspielen soll sich von selbst ergeben, hat man so ein bisschen das Gefühl. Ja, The Tourist, was kann man dazu sagen? Das Drehbuch ist der Wahnsinn. Echt ein super Drehbuch. Es ist ja auch ein Remake. Also man hat sich da schon überlegt, welchen Film man da nimmt. Es ist ein wirklich gutes Drehbuch. Beziehungsweise, oder die Originalidee, ich weiß nicht. Johnny Depp finde ich echt gut. ich war mit jemandem im Kino, der hat gemeint, er wäre nicht so passend. Ich fand ihn gut, mir hat er gut gefallen. Johnny Depp. Und ja, was kann man denn dazu noch sagen? Er ist von dem Donnersmarck, der auch den Tag, das Leben der anderen gemacht hat, genau. Leben der anderen natürlich, Wahnsinnsfilm, auf jeden Fall. Einer der besten deutschen Filme, würde ich auf jeden Fall behaupten. The Tourist war scheiße. Absolut scheiße. Also, ja, wie gesagt, gutes Drehbuch. Also, ich meine, ich mag gute Stories. Wirklich, Stories ist mir, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn die Story gut ist, dann ist der Rest schon nicht mehr so wichtig. Aber
Bei diesem Film kann man echt sehen, wie ein richtig gutes Drehbuch so richtig in den Sand gesetzt wurde. Wie unglaublich langweilig kann man denn sowas machen? Also ehrlich, so viel öder geht's ja gar nicht mehr, oder? Echt, die Musik dödelt so ein bisschen vor sich hin, aber wirklich echt ohne Spannung, echt einfach durchgezogen. Bilder, Angelina Jolie, noch einem Kleid und noch einem Kleid und noch einem Kleid. Und ja, einfach, also null Spannung, gar nichts. Echt, also da sitzt du echt so da und wartest, dass der Film zu Ende geht. Ne? Einzig und allein in der Story könnte man sich anschauen. Aber schaut euch lieber das Original an. Ich kenne das Original nicht, aber ich wette, dass es viel besser ist. Also Tourist war echt voll vergeigt. Filmmusik auch einfach lahm. Also wirklich, da war einfach gar nichts. Und weißt du, eine Verfolgungsjagd mit zwei Booten, die aneinander gekettet sind. Also das heißt, das eine Boot zieht das andere. Ja? Und dann am Ufer laufen dann die anderen hinterher. Ne? Und also ich weiß nicht, ein Boot ist ja schon lahm. Ne? Und dann ein Boot, das noch ein anderes zieht, ist natürlich noch lahmer. Weißt du? Und du hast nichts. Das ist eine Verfolgungsjagd ohne Spannung. Du hast keine quietschenden Reifen. So ein Boot, weißt du, da kannst du auch nicht scharf in die Kurve gehen, weil du echt nur das zieht es natürlich immer so weg, ne, wegen dem Wasser, ist ja klar. Aber einfach, das als Idee zu dem Film, sagt es einfach lahm, ja, ist Venedig, klar, natürlich gibt es da Boote, das ist ja keine Frage, aber dann, also, Verfolgung sagt mit zwei Booten, weißt du, ein Boot verfolgt das andere, wäre besser gekommen, finde ich. Also ist ein bisschen spannender, ja, aber, also ein Boot, das andere zieht und dann noch, echt, also langweiliger geht es wirklich nicht. Also über Tourist kann ich mich nur aufregen, da freue ich mich eher auf Speed 3, Glacier of Doom. Also, ja, gnadenlos langweilig. Wie Speed 2. Wirklich einfach versagt. Einfach versagt. Okay, ich merke gerade, ich bin schon bei 17 Minuten. Ich weiß, ihr werdet mich alle umbringen, aber ich mache es ganz kurz. Und zwar, ich werde gar kein Hauptreview machen heute. Ich nehme einfach jetzt den Illusionisten von vorhin als Hauptreview. Und viel mehr kann man dazu auch gar nicht mehr sagen. Ich empfehle euch einfach bedingungslos. Egal, auf was für Filme ihr steht. Er ist nicht brutal, er macht einfach wahnsinnig Spaß zu schauen. Die Story ist super, Schauspielerklasse. Und der kostet nur 3,90 oder sowas mit in dieser Zeitschrift da, deswegen kann ich den bedingungslos empfehlen. Und ja, irgendwas wollte ich noch sagen? Nein, nicht, doch, weiß nicht mehr. Das ist so der Moment, wo das Publikum hustet so. Normalerweise, wo er ganz still ist und so, der Heuball fliegt und dann einer. Na, nicht so laut, aber ungefähr so. Soll ich das drin lassen?